Ja, meine Kraftstufe beträgt jetzt 11, wenn ich das richtig sehe. Doch ein Level ab für Stufe 20. Hm. 18, 18, 18, 18, ja. Absolutely. Und dann hier raus. Das heißt, wir gehen jetzt weiter auf Kopfgeldjagd und wir suchen weiter das Meer hier unten im Süden ab. Was heißt im Süden? Im Nordwestosten. Ah. So, Berkanas Observatorium. Wer bist du? Unerfahrener Wuana-Captain. Ja, Radulf klingt wie einer, den wir als Kopfgeld haben. Ohairo haben wir als Kopfgeld. Kuaro haben wir getötet. Wen haben wir noch? Radulf, ja. Und der Asket, den haben wir schon. Also jetzt erstmal Radulf. Er hat eine Galeone, so wie wir, oder? Ja. Ich kann mir sein Schiff mal ansehen. Er ist nicht so gut bewaffnet wie wir. Wir könnten ihm also, aber dafür würde uns ein Kanonier fehlen. Ihm eine ordentliche Breitseite verpassen. Nein, wir entern. Ganz ehrlich, wenn wir mal einen wenn wir 4 Kanoniere haben, will ich mal ein richtiges Seegefecht machen. Gegner beschießen. Na gut, wenn ich wieder gegen so ein Schiff von Riesen antrete, werde ich sofort beidrehen. Wer auch immer Radulf übernommen hat. Ja.
Überall werden die Leute zerfetzt. So, das waren alle. Wieder der erfolgreiche Enter. 2 Moral. Erfahrung, Mannschaften. Hagem hat einen Rang erhalten. Luca hat einen Rang erhalten. Rang und Rang. Ja. Sehr viel Zeug. Eine außergewöhnliche Arkebuse. 2 Stück. Arkebuse. Jede Menge Farben der Valianischen Handelsgesellschaft. Geld. Kanone. Alles nehmen und fortfahren. Ja, das war wieder erfolgreich. Wenn wir ein kleineres Schiff als unseres finden, das können wir dann... Urangi. Na, der sieht sich nicht so aus, als ob er böse ist. So, dann fahren wir hier oben mal in den Nebel. Uns fehlen ja trotzdem immer noch ein paar Schiffe, Kopfgelder, die wir uns einkassieren müssen. Ja, wie sieht es bei unserer Mannschaft denn eigentlich jetzt aus? Also ja, ich habe den maximalen, die maximale Stufe eigentlich. Du hast schon den Chirurg Stufe 2. Vorher warst du, glaube ich, 1 eigentlich. Aber was ich eigentlich gucken wollte... Ja, genau, das hier. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass wir dieses Achievement gekriegt haben. Also, dass wir den Meisterkapitänsrang erreicht haben. So, wir haben den Rand erreicht. Ein Schiffswrack. Wrack durchsuchen. Farbe der Principi, also ein altes Principi. Feuerstein und Zunder, und das war's auch schon. Naja, einen geklauten Gaul schaut völlig ins Maul oder so ähnlich. Einen geschenkten Gaul eigentlich. Inselchen. Auf jeden Fall Wasser. Medizinische Vorräte finde ich nicht schlecht. Federblatt. Kupferhaufen. Ja. Das war's auch schon hier. Tja, das ist eine ziemlich schöne Inselkette hier. Mit Motare Ecosi da irgendwo dazwischen. Wrack durchsuchen. Eisendonnerer. Wrack weiter durchsuchen. Brecheisen. Und das war's auch schon wieder.
Okay. Hungrige Untiefen. Burunga. Steht Burunga zufällig auf unserer Liste? Nö. Hungrige Untiefen. Oswald findet dich auf dem Hauptdeck. Der Navigator zeigt dir einen Kompass. Er hält ihn vorsichtig zwischen zwei Fingern wie ein faules Stück Obst. Captain, etwas stimmt nicht. Die Nadel zuckt wie die Beine eines Mistkäfers, aber in den Karten kann ich diesen Ort nicht finden. Der dann starrt aufs Meer hinaus. Der Schatten von Wayfair auf uns und blickt durch uns in die Tiefen hinunter. Oswald blinzelt Dale verständnislos an. Das ist unser Chirurg. Bier und durch nach vorne. Riffe, Captain. Ich habe Geschichten über Schiffe gehört, die sie durchkreuzt haben, um Zeit zu sparen. Wir können es selbst ebenfalls auf direktem Weg versuchen, oder wir segeln darum herum. Oswald seufzt, wo unsere Instrumente verrückt spielen und wir uns nicht auf sie verlassen können. Ich bin dafür, dass wir um diesen Ort herumsegeln, was auch immer das für ein Ort ist, und zwar ganz gleich, wie viel Zeit uns das kostet. Meine stöhnt auf. Stunden, Tage, es gibt nichts Schlimmeres als warten, Kapitän. Führ uns einfach hindurch, Captain. Wir sind für alles bereit. Mit gesenktem Kopf murmelt ein Engel leise vor sich hin. Indem es sich verbirgt, enthüllte das verschleierte Offenbarungen. Wer hat Gott der Geheimnisse diesen Ort aus guten Gründen als Siegel aufgedrückt? Geodo? In welchem Zustand befindet sich unser Rumpf? Geodo grinst. Er ist in gutem Zustand, Captain. Ich alleine würde das Schiff durch keinen Riff segeln, aber es wäre zumindest eine gute Gelegenheit, es einmal zu versuchen. Wir uns sind durch, Beodul. Wir können uns schützen, murmelt Oswald und tankt den nutzlosen Kompass an einen Haken. Du segelst über die Riffe hinweg. Aus der Tiefe dringt ein schwacher Lichtschimmer. Zuerst erscheint der Lichtschein kaum die Oberfläche, doch nach und nach wird er stärker. Seine Quelle kommt näher. Es ist etwas, das aussieht wie ein im Meer versunkener Berggipfel. Du erkennst sofort, dies ist eine riesige Ablagerung von leuchtendem Adra. Schon bald bist du vom zackigen Untiefen aus Adra umgeben, die wie gierige Krallen nach deinem Schiff greifen. Deine Mannschaft ganz leise angespannt wie gelähmt. Delan schaut über Bord und flüstert, die Augen des augenlosen Gesichtes. Direkt unter der Oberfläche und um dein gesamtes Schiff herum entdeckst du viele Augen, die dich beobachten. Doch als die Augen sich bewegen, lösen sie sich auf wie ein Tausende von Fischen, deren silberne Flanken schwarze Punkte tragen, die wie Pupillen wirken. Es ist ein Segen, sagt Alt Ingrim, aber die anderen sind sich da nicht so sicher. Ganz ruhig jetzt, bring uns einfach durch. Die Untiefen bedrängen das Schiff von allen Seiten, während Beodo Schwerstarbeit verrichtet, um euch zwischen ihnen hindurchzusteuern. Teilerfolg, okay. Steuermann Check 4 gegen die Defiant, Steuermann Check 3. Doch plötzlich steht etwas gegen den Schiffsrumpf. Die Beodo schreit auf, als das Steuerrad auf einmal völlig außer Kontrolle gerät. Aber Oscar greift nach dem Steuerrad und schafft es, das Schiff in die tiefere Gewässer zu steuern. Oswald ist der Navigator, ja, gut. Beodo wurde verletzt, okay. Endlich lässt du die Untiefen und den Adra hinter dir und die augenartigen Fische haben es aufgegeben, dich weiter zu verfolgen. Oswald überprüft den Kompass, der jetzt jeder zufällig nach Norden zeigt und seufzt erleichtert auf. Erfahrung erhalten? Ja. Jetzt muss ich nur mich um meinen Verletzten hier kümmern. Das ist dann deine Aufgabe. Da ist das Schiff halt so lange nicht so wendig. Was uns bei solchen Aktionen gerade Probleme machen sollte. Aber so schnell habe ich eigentlich nicht vor, wieder in einen Riff zu torkeln. Oh, ein unbekannter Standort. Die mag ich. Ja, wir verbrauchen jetzt halt Reparatur. Vorräte.
Ist die Frage. Ich fahre jetzt erstmal noch ein bisschen erkunden.